Die deutsche Sprache ist unerlässlich, um diesen Menschen einen geregelten Alltag zu ermöglichen. Zu diesem Zweck bietet die Zentrale Einrichtung für Lehrerbildung seit Herbst 2015 eine Vielzahl von Sprachförderprojekten an. In einem davon geht es um Service Learning. Wir haben verschiedene Tätigkeitsfelder und in jedem Tätigkeitsfeld haben wir verschiedene Einzelprojekte. Die drei Tätigkeitsfelder sind Sprachkurse, Sprachlernklassen und die Projekte für Integrationsförderung, Sprach- und Integrationsförderung der Geflüchteten. Wir arbeiten zusammen mit dem Haus der Kulturen im Bereich der Sprachkurse, mit einer Erstaufnahmeeinrichtung SIGHÖR und mit 6 Schulen im Bereich der Sprachlernklassen. Um die Teilnahme am Sprachlernkurs so unkompliziert wie möglich zu machen, finden diese direkt in der Flüchtlingsunterkunft auf der SIGHÖR statt und werden dort professionell angeleitet. Ich betreue jetzt im 3. Semester im Rahmen eines Lehrauftrages Studierende der Universität Göttingen, die sich engagieren in dem Projekt Sprachenförderung für Flüchtlinge. Und hier genau geht es um Lese- und Schreibworkshops. Das heißt, dass diese Workshops inhaltlich wirklich schon mit Texten arbeiten und über das reine Sprachenlernen hinausgehen. Die Annäherung an die deutsche Sprache erfolgt spielerisch und es funktioniert. Hier haben Lehramtsstudierende die Chance, im Rahmen des Programms Lehramt Plus praktische Erfahrung zu sammeln. Ja, bin an das Projekt gekommen, weil das bei unserer Orientierungsphase am Anfang vorgestellt wurde und ich so jetzt noch gar nicht so viel mit den Flüchtlingen zu tun habe. Also das Thema ist ja super aktuell, aber so viel habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Und deswegen war das eine gute Gelegenheit. Und wir machen das jetzt diese Woche zum 4. Mal, richten wir den Lese- und Schreibworkshop aus und es macht echt Spaß. Um an dem Projekt mitzuwirken, können sich Lehramtsstudierende auf der Webseite von CELB für die Praxisphase anmelden.